So, herzlich willkommen zu Outlast Whistleblower. Ja, wir haben schon mal Outlast Whistleblower gespielt. Damals war das erstens ohne Webcam, zweitens war die Qualität scheiße und drittens ohne Kommentare. Und jetzt ist alles da. Spielen wir halt nochmal. Los geht's. Schwierigkeit normal, schwieriger Albtraum, Wahnsinn. Bleiben wir lieber bei den normalen Menschen. Das ist besser. Whistleblower, Mr. Blowjob. Los geht's, Alter. Natürlich wieder schön mit Maustastatur, wie es das gehört. Und dann wollen wir mal. Getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. Maybe Hope. You're not happy about it? No. Shit. Come on. Zwei Stunden vorher. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatriesystems im Mount Massiv tätig. Ich spreche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit dem Kerl. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie in Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Drücke linke Maustaste, um die E-Mail zu senden. Yeah, yes, Alter. Park? They've paged for you three. Warte mal, Option, Graf. Ach doch, ist aus. Okay. Time's already. There's something urgent in the engine. What are you doing in here anyway? Gehe zur Hauptkonsole der. Boah. Ja. So schnell kannst du ja gar nicht lesen, Alter. Dann laber mich nicht voll, Mann, Alter. Ich mach das schon hier. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park, which I consider more than a guy with programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation.
Fuck me, they're bringing him in. Die haben ja ausdrucksweise verfickten Maschinen, skrupellose Ficker, Vergewaltigung. Super Spiel, in Oldrich hier für mich. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Hart was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Hart. We'll need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Alter. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review. Normalerweise spielt mein erster Taubspiel und dann die Erweiterung. Wir spielen zuerst die Erweiterung und dann das Taubspiel. Warum denn auch nicht? Und das wieder in 60 FPS, ey. Meine Güte. Wo geht damals die Spieltage? Ja, so eine Scheiße noch nicht. Ja. Keine Webcam, keine Qualitäten hatte ich. Kein super Headset, wo ich drin quatschen konnte. Und ja, jetzt ist alles vorhanden. Wird auf jeden Fall lustig. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Hydra, I can see him! Hey, Alter. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Whistleblower, Alter, gib mir einen Blowjob, Alter. Geil. Das wäre jetzt so richtig Suchten, Alter. Und ab in die Psychiatrie, yeah. Komm, mach die Hütte auf. Ich danke dir, du Buchensohn, Alter.
Türen aufmachen hier nicht. Sehr schön. Alter, was machen die denn da? Boah, Entschuldigung. Oh fuck, Alter. Alter, wo lang? Wo war denn der da? Oh shit. Ah, hier die Tür. Alter. Come to join our therapy session. Here. Take the blade. Keep rallying our friend here. Get a little red on your hands. It's always helpful to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Alter. Geh mal zum Arzt, Alter. Würde dir mal ganz dringend empfehlen. Alter, du verficktes Mistschwein, Alter. Oh, Alter, verpiss dich, du Hurensohn. Gelangen zum Funkgerät im Gefängnis, Alter. Ich dachte, wir wären in Psychiatrie, Alter, aber sind ja im Gefängnis. Da wird man richtig in den Arsch gefickt. Ja. Yeah. Sehr schön. Wenn wir die Scheiße hier mal durchsuchten, oh ja. Na du Missgeburt, Alter. Alter. Quatsch, ich muss nicht voll, sonst leg dich um, Alter. Scheiß Drecksloch, Alter. Oh nee, nicht schon wieder der, Alter. Nein. Fuck. Geil. Wird ja interessant. Hier. Help me, please. I'm a doctor. I need to get hold of my. You're not security. Naja, du bist Arzt, ja. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body, I think. You gotta get me out of here, please. Stop! 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 Ryan! Stop! Stop! Ihr habt doch alle einen Kopfschuss, Alter. Ja, komm, komm, komm. Mach auf, mach auf. Sehr schön.
bisschen Gas für alle. Ey, renn nicht weg. Oh, du allverdammtes Arschloch, ey. Betreff Rücktritt aufgrund mentaler Gesundheit CC88208. Mr. Quent, ist es möglich, dass Sie in den nächsten Wochen von einer Mrs. Lisa Park aus Lidalco kontaktiert werden, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung Ihres Ehemanns Waylon bitten wird? In diesem Fall leiten Sie diese Bitte an mich persönlich weiter. Mr. Park, voriger Beratervertrag 8208 trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung zurück. Ich habe Mrs. Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen die Information mitgeteilt. Natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass Murkoff Psychiatrie großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Mrs. Park hatte einige weniger freundliche Worte über mich und über die Murkoff Corporation zu sagen, und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht-Diagnose des Arztes die Krankheit ihres Mannes betreffend entfechten könne. Wurde dann allerdings aufgedeckt, dass es unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zurückgetreten sei. Dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachteten Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, Sie hatten verstanden. Ich hoffe, sie hat verstanden. So. Sollten Sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden, oder sollten Sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. MFG Jamri Blair. So, hier ein paar Leichen. Den Scheiß können wir liegen lassen, ne? Komm, hoch hier mit dir. Geht da hoch. Na, dann mach mal den so. Oh, Alter, die Scheißbatterie ist schon wieder fast leer, ey. Fuck, ey. Schön hell hier. Batterie. Wie die Suppe hier kocht, lecker. Hier geht's wieder richtig zur Sache. Boah, Alter, bist du behindert? Don't you look at us. I love him. Guten Hunger. Bei ihm heute. Alter. Lass ich dich mal da weiter schmatzen. Scheiß. Oh, Alter. Scheiß Batterien, Alter.
Jo, ey. Jetzt muss das aussehen, oder was? Spiel gespeichert. Würde ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp und machen danach in der sauberen, spritzigen Runde weiter. Also haut da rein, bis dann.